الخطاب الملكي الأخير في 20 غشت أشار إلى ألمانيا كشريك قوي وإلى رغبة المغرب في فتح صفحة جديدة من علاقات قوية بين البلدين، علاقات قائمة على الوضوح، علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، علاقات قائمة على الثقة وعلى التعاون والعمل من أجل المصالح المشتركة. Lieber Kollege, lieber Nasser, ich freue mich sehr, heute hier in Marokko bei Ihnen in dieser wunderschönen Stadt, hier in der Hauptstadt zu sein. Der Besuch hier in Rabat liegt mir besonders am Herzen. Bei unserer Videokonferenz, die wir gemeinsam schon hatten im Februar, haben wir ja bereits vereinbart, dass wir ein neues Kapitel in unseren bilateralen Beziehungen gemeinsam als Außenminister aufschlagen möchten. Und nun, 5 Monate später, haben wir dieses Kapitel nicht nur aufgeschlagen, sondern wir haben ausgearbeitet, welchen Inhalt dieses neue Kapitel des gemeinsamen Buches unserer bilateralen Beziehungen wir haben wollen. Das Ergebnis liegt heute vor und deswegen haben wir uns auch viel Zeit genommen, um darüber gemeinsam mit unseren Teams zu sprechen. Denn Marokko ist ein enorm wichtiger Partner, nicht nur für Deutschland, sondern, wie du bereits gesagt hattest, für die gesamte Europäische Union. Nur 14 Kilometer trennen Europa und Marokko in der Straße von Gibraltar. Deswegen liegt es auf der Hand, dass wir eng verbunden sind. Und diese Beziehung besteht eben nicht nur zwischen Außenministerin und Außenminister, nicht nur zwischen Regierung, sondern zwischen Hunderttausenden Menschen in unseren beiden Ländern. Das spiegelt sich in über 160 deutschen Firmen wider, die hier in Marokko vertreten sind und in einem Handelsvolumen, das stetig weiter steigt. Auch knapp 50.000 Marokkaner und Marokkanerinnen, die Deutsch lernen, 67 Hochschulpartnerschaften insgesamt und ein intensiver, muss man sagen, nach Corona jetzt wieder deutlich angestiegener Reise- und vor allen Dingen Tourismusverkehr. Auf dieser breiten Grundlage bauen wir jetzt gemeinsam weiter auf. Wir haben vereinbart, dass wir uns gemeinsam fit für die Zukunft machen, weil wir damit unseren Bürgerinnen und Bürgern bessere Bedingungen für wirtschaftliche Perspektiven, eine lebenswerte Umwelt und ein Leben in Sicherheit bieten können. Denn eure Sicherheit ist unsere Sicherheit und unsere Sicherheit ist eure Sicherheit. Das spüren wir noch mal ganz erneut im letzten halben Jahr. Unter 6 Überschriften haben wir daher eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien, Bekämpfung der Klimakrise und der Entwicklung von grünem Wasserstoff vereinbart. Hier wollen wir auf deutsch-marokkanische Kooperation aufbauen. Und das ist ja das Gute, dass wir bereits auf was aufbauen können und jetzt keine ganz neue Energiepartnerschaft auf den Boden stampfen können, weil wir zum Beispiel mit dem großen Nur-Solarkomplex im Süden des Landes, unser im Jahr 2020 gegründeten grünen Wasserstoffallianz und der bereits seit 2012 bestehenden deutsch-marokkanischen Energiepartnerschaft wirklich einen großen Schatz haben, nicht nur von gemeinsamer Expertise, sondern auch wirklich konkreten Projekten, die jetzt noch mal verstärkt werden können.